Bei den Let's Dance-Proben stößt Sophia Thiel immer wieder an ihre Grenzen. Doch in dieser Woche ist es besonders schlimm. Auf diesen Moment haben die Zuschauer schon gewartet. In dieser Woche haben die Let's Dance-Stars mit neuen Tanzprofis trainiert. In der Partnertausch-Show können sie dann endlich zeigen, was sie gelernt haben. Eigentlich ziemlich spannend, doch kurz vor der 6. Sendung passiert Sophia Thiel, 29, beim Training ein großer Fehler. Immer Panik in meinem Kopf. In ihrer Instagram-Story berichtet Sophia, dass sie sich sehr über das Training am Donnerstag ärgere. Am Ende der letzten Probe habe sie einen richtig kranken Fehler gemacht. Das war wirklich wie so ein Kollateralschaden. Klagt sie, es fühlt sich an, als ob man so ein Kartenhaus bauen würde. Dann ist man schon ganz weit oben und muss nur noch die Spitze draufsetzen und plötzlich fällt alles in sich zusammen. Zum Glück hat Valentin Lusin, 37, es geschafft, Sophia danach noch ein bisschen zu beruhigen und alle Schritte mit ihr durchzugehen. Doch im Hotel kommen die Zweifel dann wieder hoch. Ich will es so gut machen und dann blockiere ich, gesteht die Fitness-Influencerin geknickt. Für mein Gehirn ist es sowieso völlig egal, wie die Proben verlaufen, weil ich mir immer einen Strick daraus drehe. Wenn die Proben schlecht laufen, dann ärgere ich mich. Wenn die Proben gut laufen, dann denke ich mir, das wird dann morgen bei der Live-Show nicht gut. Egal, welches Szenario, ich kreiere immer Panik in meinem Kopf. Das ist mein größtes Problem. Bleibt zu hoffen, dass Sophia sich vor der nächsten Live-Show noch ein bisschen entspannen kann. Denn all der Stress tut ihr auf Dauer nun wirklich nicht gut.